Leben verbrannt wurde. Mir bedeutet er nichts. Giordano Bruno ist durch den Papst verbrannt worden, aber sicher. Wegen Ketzerei, so wie man auch Hexen verbrannte, wie Jeanne d'Arc. Er war ein Priester, der sagte, was er nicht sagen sollte. Und kam auf den Scheiterhaufen, weil er kritisch war. Er war einer der alten Römer. Giordano Bruno wurde verbrannt, weil er die Wahrheit sagte. Er war gegen Dummheit. Als Fußballfan erinnere ich mich bei Giordano Bruno an Bruno Giordano von Lazio. Giordano Bruno war ein Mönch, der gegen die Macht der Päpste predigte. Er war ein toller Typ, leider haben sie ihn verbrannt. Erzähl nicht solchen Scheiß. Giordano Bruno war ein Ketzer gegen die Kirche, gegen den Vatikan, gegen alles in der Kirche. Er war wie die Kommunisten gegen den Papst, unseren Heiligen Vater. Und darum ist es richtig, dass der Papst ihn verbrannt hat. 400 Jahre nach dem Scheiterhaufen. Die Römer kommen ins Feuer wegen dieses Menschen, der da in Flammen aufging. Der Markt auf dem Campo dei Fiori steht unter der Aufsicht dieser Figur, Giordano Bruno. Einer, der in unseren Tagen knapp dem vatikanischen Scheiterhaufen entwischt ist, reist auf den Spuren dieses Ketzers. Eugen Drewermann, Theologe und Schriftsteller. Es ist ungeheuerlich zu sagen, das Feuer der Inquisition sollte ja nicht nur einen Körper verbrennen, es sollte vorwegnehmen die Vorstellung des Feuers, das in der Hölle brennt. Im Weltkatechismus der römischen Kirche im Jahre 1992 wird noch davon geredet, dass es eine Hölle gibt und dass in ihr Feuer glüht. Wie muss eine Lehre hasserfüllt sein, die mit Menschen derart verurteilend umgeht? Die umgekehrte Wahrheit ist, dass Giordano Bruno einen solchen Mut hatte, eine Welt zu lehren, in der es keine Hölle gibt. Den Scheiterhaufen hat ein Papst zu verantworten. Der Papst, hier beim Rapport mit den Schweizer Bischöfen, hat sich noch nie für die Hinrichtung von Giordano Bruno entschuldigt. Eugen Drewermann möchte Giordano Bruno rehabilitieren. Als aufmüpfiger Theologe gerät er aber selbst in Schwierigkeiten. Der Vatikan hat ihm Lehrerlaubnis und Priesteramt entzogen. Ich bin erstaunt, mit wie viel Pomp und Macht als ein Kirchenmonarch der Papst sich feiern lässt. Es ist Amtsmagie. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die ihre Intelligenz so weit begraben, zu denken, ein Mann ist durch sein Amt etwas Unfehlbares. Er sitzt da und ist Stellvertreter Gottes auf Erden, er ist Stellvertreter Christi. Jeder Bettler am Straßenrand könnte Jesus näher stehen. Das Zepter, meint der Papst, wenn er zum Abschied sagt, den Stock habe ich noch fest in den Händen. Der Papst hat ein heiliges Jahr ausgerufen. Genauso wie der Papst vor 400 Jahren ein heiliges Jahr ausrief und gleichzeitig den Scheiterhaufen anzündete. Johannes Paul II. Tritt ab, ohne Giordano Bruno rehabilitiert zu haben. Der Spiegel des Unendlichen, nennt Eugen Drewermann seinen Roman über Giordano Bruno. Außerhalb des Vatikans, symbolisch auch, mit Giordano Bruno in der Hand. Was denken Sie, was hat diese Kirche falsch gemacht mit diesem Menschen? Sie hat geglaubt, im Namen Gottes einen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen zu können. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung und nicht den mindesten Grund. Dies ist ein Verbrechen in sich selbst und die Begründung macht es nur noch schlimmer. Alles andere ist sekundär, in welcher Weise Giordano Bruno gedacht und gelebt hat. Natürlich war er eine Provokation für die Kirche, musste es sein, denn er war ein freier Mensch. Er war ein Philosoph, also lästig den Theologen. Er war ein Vagabund des Geistes, also gefährlich jedem Amtsbesitzer. Giordano Bruno lehrte, dass ein unendlicher Gott nur eine unendliche Welt schaffen kann und die Seele des Menschen unendlich ist. Wenn das stimmt, gibt es keine wohldefinierte Wahrheit, die man zur Ausgrenzung aller Andersgläubigen hüten könnte und mit Brachialgewalt verteidigen könnte. Eugen Drewermann stellt sich gegen den Papst.
Doch ist es möglich, dass sich alle Päpste bis heute in Giordano Bruno geirrt haben? Man hat auf den Stufen von St. Peter geistig Bruno verbrennen wollen, nachdem man ihn physisch ermordet hat auf dem Campo dei Fiori. Man hat erklärt, dass jeder, der seine Bücher lesen wird, unter Kirchenstrafe steht. Man hat bis 1965 den Index der verbotenen Bücher gehalten, wo alle Bücher Giordano Brunos drauf standen. Im Übrigen alles, was sonst in der Neuzeit verdient, gelesen zu werden, von Immanuel Kant bis Jean-Paul Sartre. Bruno ist in Ehren, indem man ihn auf diesen unsinnigen Apparat der Verurteilung gehoben hat. Woher kommt dieser Giordano Bruno eigentlich, der die Kirche so sehr bedrohte, dass sie glaubte, ihn töten zu müssen? Am Fuße des Vesuvs, nahe von Neapel, ist er als arme Leutekind aufgewachsen. Giordano Bruno muss das pralle Leben geliebt haben, das noch heute Neapel durchströmt. Menschenfischer wollte er werden. So ging Giordano Bruno ins Kloster, wurde Priester. Würde Giordano Bruno heute leben, wäre er so konsequent in seiner Tierliebe, dass auch er Vegetarier geworden wäre. Das jedenfalls glaubt sein alter Ego, Eugen Drewermann. Giordano Bruno hat Neapel geliebt, der Ort, an dem er mit 14 Jahren zur Schule ging und mit 18 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten ist, später Priester wurde. Die Landschaft, die Verwurzelung mit der italienischen Kultur, auch der Katholizismus als Teil der Folklore lebte ihm im Blut. Und er hat bei all seiner Flucht durch ganz Europa sich immer wieder zurückgesehnt nach Italien. An jeder Straßenecke brennt ein Purgatorio, wie die Neapolitaner ihre kleinen Fegefeuer nennen. Sie haben einen ganz praktischen Umgang mit ihm. Sie pflegen diese kleinen Altäre liebevoll im Gedenken an ihre Verstorbenen. Diese wiederum sollen im Jenseits ihrerseits ein gutes Wort für die Hinterbliebenen einlegen, sodass sie auf Erden eine Arbeitsstelle finden, einen Volltreffer im Lotto ziehen oder ganz einfach Glück in der Liebe haben. Manche vermuten, dass es eine Episode im Leben des 24-jährigen Filippo Giordano Bruno gibt, wo er eine verheiratete Frau in Neapel sehr lieb gewonnen hat, die ihn vielleicht zum Mann gemacht hat. Wir wissen darüber so gut wie nichts, außer einer ganz kleinen Bemerkung. Aber dass Giordano Bruno ein Suchender nach Liebe war, das ist ohne Zweifel. Er hat im neapolitanischen Dialekt geschrieben. Wenn wir seine Komödie lesen, verstehen wir nicht viel davon. Aber ein Philosoph aus der Stadt unten hat mir geraten, lies, lies, lies. Auch wenn du nicht alles verstehst, das Große bleibt dir. Was Kunst ist, wirst du verstehen. Il Candelaio wird versucht zu zeigen, wie die Liebe bis zum Zynischen und Absurden gehen kann. Es ist ein dionysisches Stück, voller Sauereien im Übrigen. Aber der Gesang der Circe ist das alte Akteion-Thema. Liebe und Erkenntnis müssen eine Einheit bilden. Was bedeutet Giordano Bruno heutzutage? Für mich persönlich ist er ein früher Revolutionär. Ein erster Revolutionär? Einer der ganz großen Revolutionäre. Die Kirche war natürlich nicht einverstanden mit ihm, darum Kopf ab. Verbrannt. Er war halt ein Revolutionär der Ideen, nicht ein Kämpfer mit der Waffe. Ja, ein Revolutionär mit Ideen. Was ist das nur für ein Philosoph, der sogar gewöhnliche Polizisten in seinen Bann zieht? In Neapel ist Giordano Bruno als 14-Jähriger ins Dominikanerkloster eingetreten. Hier wurde er zum Priester geweiht, zweifelt aber schon bald an der hierarchischen Kirche. Die Bibel nahm er ernst. Du sollst dir von Gott kein Bildnis machen. Das predigt Bruno konsequent. Der erste Schritt auf den Scheiterhaufen zu. Brunos Entdeckung war, dass nach Kopernikus eine neue Weltsicht notwendig wird, um religiös der Wirklichkeit standzuhalten. Wenn die Erde sich um die Sonne dreht, gibt es keine Kristallschalen mehr, an denen das Universum enden könnte. Der Raum streckt sich ins Unendliche. Überall, denkt Bruno, wird es Sonnen und Planeten geben, geistiges Leben, menschenähnliche Wesen. Wir sind nicht mehr das Zentrum, weder die Erde noch die Menschen.
Wenn aber der Raum unendlich ist, setzt Bruno genial hinzu, muss auch die Zeit unendlich sein. Und die menschliche Seele muss unendlich sein als Trägerin einer Entwicklung, die nie stillsteht. Bruno denkt sie sich im Kreise, so wie die ganze Renaissancezeit Wiederholung der griechischen Antike ist. Aber wenn dies stimmt, gibt es nur einen unendlichen Werdeprozess. Für das Universum wie für den Menschen. Das alles ist astronomisch nicht beweisbar, biologisch nicht beweisbar. Bruno behauptet dies als Theologe. Giordano Bruno hat eine Fülle von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen als erster formuliert, ohne je ein Fernrohr, das es damals noch gar nicht gab, benutzt zu haben. Freimaurer haben vor 110 Jahren hier zu seinen Ehren ein Denkmal aufgestellt. Giordano Bruno entdeckte als erster die polare Abplattung der Erde und wies 20 Jahre vor Galilei auf die Achsendrehung der Sonne hin. Ich glaube, die wenigsten, die hierher kommen, können mit Giordano Bruno und seiner Lehre etwas anfangen. Aber die Fragen sind geblieben. Jedes Kind mit 14 Jahren lernt heute in Physik, in Chemie, in Erdkunde ein anderes Bild von der Welt, als die Kirche es vermittelt. Und allein dieser Widerspruch schafft in den Köpfen der heranwachsenden Generation immer neu Atheismus. Man geht aus von einem Gott der Liebe, der Macht und der Güte. Und man erlebt eine Welt voller Ohnmacht, voller Grausamkeiten und voller Absurditäten. Bruno als Lehrer ist im Grunde die Ursache seiner Verurteilung. Er war als Lehrer brillant, sagen seine Zeitgenossen. Tatsächlich aber gibt es nur einen einzigen Ort, wo er akademisch eine gewisse Weile hat lehren und sich entfalten dürfen. Das war das protestantische Wittenberg der Reformationstage. Giordano Bruno lehrte in einer Welt, die sich noch in jeder Hinsicht als Mittelpunkt verstand. Seine Ansicht vom Universum war für die Kirche Gotteslästerung. Nikolaus Kopernikus legte den Grundstein zur modernen Weltanschauung und wurde sogleich von Bruno überwunden. Nicht mehr um die Erde drehte sich alles, sondern die Erde drehte sich um die Sonne. Das war für die Herrschenden, wie wenn sich die Knechte nicht mehr um die Herren drehen würden. Giordano Brunos Handschrift. Seine Manuskripte schrieb er in halb Europa nieder. Immer auf der Flucht vor der Inquisition. In Frankreich, in Genf, auch in Zürich und in Deutschland. Giordano Brunos Eintrag bei seinem Abschied von Wittenberg im Jahr 1588. Quid est quod est. Was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was getan wurde, wird wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Für Bruno öffnet sich der gesamte Himmel. Damit verschwindet der Geozentrismus der christlichen Theologie, die Anthropozentrik der christlichen Theologie. Es ist nicht mehr vorstellbar, dass Gott Mensch wird auf einem einzelnen Planeten, sondern es ist die Menschwerdung selber das religiöse Thema. Es ist die Begegnung mit Gott, ein kosmischer Vorgang. De Immenso ist Giordano Brunos umfangreichstes Werk. Es ist der visionäre Entwurf einer als unendlich gedachten Welt, in der es nichts Totes oder Leeres gibt. In Venedig wird Bruno durch die Inquisition verhaftet. 1592 in Venedig wurde Giordano Bruno vernommen, unter anderem der Frage der Trinitätslehre wegen. Die Vernehmung eines solchen Tribunals muss man dahin begreifen, dass dem Angeklagten nicht eine faire Verteidigung zugebilligt wird, sondern es ist dieselbe Behörde, die anklagt, die Beweisaufnahme durchführt und am Ende das Urteil spricht. Man kann im Grunde nur sagen, alles, was der Betreffende sagt, wird gegen ihn verwandt werden, es sei denn, er fällt auf die Knie nieder und erklärt, sagt mir, was ich sagen soll. Denn nur dann wird es richtig sein. Giordano Bruno hat im Kerker in Rom immer wieder versucht, seine Lehre darzustellen. Er hat im Übrigen auch bis zu seiner Verhaftung 1592 immer wieder Versuche unternommen, mit der Kirche sich zu arrangieren. Sie hatte in ihrer Angst und in ihrem Fanatismus des Wahrheitsbesitzes sich stets dem Dialog verweigert. Und ein solches Tribunal ist gewissermaßen die juristisch verbrämte Form der Dialogverweigerung. Wie das Bild es zeigt, da steht unter dem Kreuz mit dem Anspruch, den Christus selber zu vertreten, der Kardinal.
diesem Tribunal nun steht Giordano Bruno gegenüber und er ist buchstäblich mundtot. Man reißt aus dem Zusammenhang bestimmte Sätze. Man zerstückelt das lebende Werk eines Autors, wie wenn man, um mich so auszudrücken, ein getötetes Tier im Schlachthof zerlegen würde, um es Schnitzel fertig zu machen. Dann werden diese Sätze, die wie Knochen oder wie Körperteile sind, tote Gegenstände jedenfalls, dem lebenden Menschen präsentiert. Und wenn er sagt, so habe ich nie gesprochen, wird man sagen, aber hier steht es. Das Verfahren der Inquisition ist bis heute dasselbe, nur heißt sie heute die Kongregation des Glaubens. Aber es ist dieselbe Behörde, sie hat bis vor ein paar Jahren sich noch genauso genannt, wie in den Tagen Giordano Brunos. Schweizer Bischöfe beim Chef der Vatikanischen Glaubenskongregation. Der deutsche Kardinal Ratzinger ist sozusagen Chefideologe der katholischen Kirche. In diesem Raum fällten seine Vorgänger, eben die Vertreter der Inquisition, ihre berüchtigten Todesurteile. Für Ratzinger bleibt Giordano Bruno ein Ketzer. Der Kardinal hat letztes Jahr das Vatikanische Geheimarchiv öffnen lassen. Giordano Brunos Akten waren aber daraus verschwunden. Ich habe viel zu viel fotografiert, ich habe schon gar kein Gesicht mehr. Ratzinger sagt sogar dem Papst, was rechtens ist. Noch heute ist Giordano Bruno ein rotes Tuch. Immerhin hat Ratzinger veranlasst, Galilei zu rehabilitieren. Schließlich hat Galileo Galilei seinen angeblichen Irrtümern abgeschworen. Mit Galilei hätte die römische Kirche leben können. Er hat die moderne Mechanik, die moderne Physik, die Kombination von Experiment und Mathematik erfunden. Giordano Bruno hat als Philosoph die Astronomie umgewandelt in das Geschehen einer unendlichen Offenbarung des Göttlichen. Das ist die Perspektive, mit der die Kirche nicht klarkommen will oder nicht klarkommen kann, weil ihr dieser unendliche Gott unheimlich wird in der Schattenverwaltung ihrer fertigen Dogmen. Nach seiner Verhaftung wurde Bruno nach Rom ausgeliefert, in die Engelsburg, das Vatikangefängnis. Wird ein Mensch allein gegen den physischen Schmerz, gegen die Folter, so viel Kraft haben, nicht am Ende winselnd um Vergebung zu bitten? Ich kann nur wünschen, dass die Menschen Mut bekommen, denselben, den Giordano Bruno auch gehabt hat. Giuliano Materenzi verlas das Urteil und Giordano Bruno wird uns überliefert, hat ihm entgegengeschleudert. Maiori farsan cumti more sententiam in me fertis quam ego abcipiam. Mit weit größerer Furcht lest ihr jetzt das Urteil, als ich es mir anhöre. Er wollte sagen, ihr seid nichts wie die gefrorene Angst. Und das ist das Gegenteil von Freiheit, Menschlichkeit und Glauben. Ihr solltet euch schämen, weil ihr alle Worte verlügt und missbraucht. Wie das Jahr 2000 war das Todesjahr von Giordano Bruno zum Heiligen Jahr deklariert worden. Und das sollte frei von Ketzern beginnen. So ließ der Papst im Februar 1600 den Scheiterhaufen herrichten. Dann schließlich am 17. wird die Hinrichtung vollstreckt. Bei lebendigem Leibe wird Giordano Bruno verbrannt. Und nun muss man sich die Mühe der Klerisei vorstellen. Sie hat ihre Leute, die ihm das Kreuz ins Antlitz drücken. Sie hat die Leute, die ihm die Gebete vorflüstern, die er nachsprechen soll um Vergebung. Sie geben ihm ein letztes Mal, selbst wenn sie ihn töten, noch die Chance, seine Seele zu retten, indem er alles widerruft. Wie viel seelische Kraft gehört zu einem Martyrium, das einzig der Wahrheit und der persönlichen Überzeugung willen auf sich genommen wird? Größer kann jemand nicht sein. Mit einem Wort, Giordano Bruno ist ein Spiegel, in den die Kirche schauen muss. Und ihr Antlitz sieht schrecklich aus. Frontal gegenüber von Giordano Bruno das päpstliche Gericht. Obwohl die apostolische Justiz, deren Chef heute der Schweizer Kardinal Augustoni ist, heute per Mercedes auffährt, mutet die Szenerie von der Cancelleria genauso mittelalterlich an, wie zur Zeit, als die Kirche Giordano Bruno den Flammen des Scheiterhaufens übergab. Eigentlich hätte der Scheiterhaufen an Silvester 1599 brennen sollen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht alle kirchlichen Würdenträger zum Heiligen Jahr eingetroffen. Da drüben ist das Vatikanische Gericht. Damals, als sie Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen brachten, haben sie da einen Balkon anbringen lassen. 50 Kardinäle beobachteten von dort aus das Spektakel. Man sieht nämlich von da sehr gut auf den Platz, wo Giordano Bruno verbrannt wurde. Ma da stato là.
Das Denkmal ist für mich darum wichtig, weil ich seit Jahren neben ihm meinen Marktstand habe. Die Pfaffen haben diesen Menschen unschuldig verbrannt, nur weil er tiefgläubig und konsequent war. Zu Unrecht sagte der Vatikan, er sei ein Hexer. Der Papst ist der Chef, denn er wurde durch den Heiligen Geist eingesetzt. Nur der Heilige Geist kann sagen, wer Papst ist. Jeder Papst ist wie der aktuelle Heilige Vater, Gott auf Erden. Und Giordano Bruno ist ein Nichts. Für mich ist er ein Nichts. Wie Phönix steigt der Geist Brunos hier aus der Asche. Zur Zeit des Ketzers soll der Campo de Fiori schon Umschlagplatz für Früchte und Gemüse, für Fleisch und Fisch und auch für Rede und Widerrede gewesen sein. Giordano Bruno war in den Tagen der Renaissance bestrebt, die Offenheit der griechischen Antike wiederherzustellen. Und so gibt es einen Mythos, aus dem heraus er zentral gedacht hat. Die Griechen erzählten davon, dass der Jäger Aktaion eines Tages an eine Quelle kam, in welcher die Göttin der Jagd, Artemis, badete. Sie war so schön, dass bei ihrem Anblick Aktaion sich verwandelte in einen Hirschen und seine eigenen Jagdhunde fielen über ihn her und zerrissen ihn. Für Giordano Bruno wurde dieser Mythos zu einem Vorbild des tragischen Scheiterns des Menschen bei der Suche um Erkenntnis. Kein Mensch wird irgendetwas erkennen wollen, außer er hätte es lieb. Und es ist die Liebe, die den Intellekt vorantreibt und ihn begierig macht, erkennen zu wollen. Je mehr aber ein Mensch auch nur einen anderen Menschen begreift oder eine Wahrheit des Kosmos oder etwas vom Saume des Gewandes des Göttlichen, wird man merken, dass es ins Unendliche weitergeht. Jede Erkenntnis hat ihr eigenes Scheitern in sich. So wie Giordano Bruno erlitten im Mittelalter Tausende den Feuertod. Heute sind die Methoden gegenüber Andersdenkenden subtiler. Auch Eugen Drewermann ist ein anderes Denkender. Ihm hat die Kirche Lehrerlaubnis und Priesteramt entzogen. Ich bin mit der römischen Kirche in Konflikt geraten, weil ich Menschen helfen wollte. Ich wollte Psychotherapie und Seelsorge zusammenbringen. Das Unbewusste, das Bewusstsein, Dichtung und Rede von Gott zur Einheit machen. Kurz, ich wollte so von Gott reden, dass es alle verstehen. An dieser Stelle der Universalität des Religiösen begegnet man Giordano Bruno wieder. Wie jedes Ketzerdenkmal in Rom blickt auch Giordano Bruno hinüber zum Vatikan. Tag und Nacht soll die Kirche an ihre Verbrechen erinnert werden. Der Campo de Fiori, das einstige Blumenfeld, ist zu einem der lebendigsten Plätze Roms geworden. Auch in der Kaffeebar neben dem ehemaligen Scheiterhaufen ist Giordano Bruno ein Thema. Und das nicht nur bei den Touristen. Er ist einer der wichtigsten Persönlichkeiten in unserer Stadt. Und er war auch der Erste, der sagte, dass der Mensch nicht allein ist im Universum. Als Märtyrer hat er gezeigt, dass man die Würde des Menschen nicht vernichten kann. Der Mensch ist mächtiger als die Gesetze. Freiheit ist das höchste Gut. Er ist heute noch ein Problem für die Kirche. Das Denkmal ist ein antiklerikales Symbol. Die Kirche hat Giordano Bruno auf dem Gewissen, sie hat den Scheiterhaufen angezündet. Der Vatikan ist immer noch gegen ihn. Für das jetzige heilige Jahr wollten sie das Denkmal vom Platz schaffen. Tatsächlich intervenierte die Kirche. Sie wollte den Millionen katholischen Pilgern keinen Freidenker zumuten. Doch die Stadt Rom restaurierte das Denkmal, das damals schon gegen den Willen des Vatikans aufgestellt wurde. Man wollte mit diesem Denkmal ein Fanal setzen gegen die Unterdrückung des Geistes, des Fühlens und des Lebens. Ein Fanal auch zugunsten der Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Man wollte nicht ständig die Dreinrede der Kirche in Dinge, die sie nicht verstehen will, ganz offensichtlich. Als man dieses Denkmal entweihte, hatte die römische Kirche nach fast 300 Jahren ihres Justizmordes und Verbrechens an Giordano Bruno Gelegenheit zu reagieren. Sie hätte sagen können, mindestens, es tut uns bitter leid. Damals regierte Leo der 13. Er gilt in der Geschichte der Päpste für einen der weisesten unter ihresgleichen. Er war ein Sozialreformer. Er begann sein Amt mit der Erklärung, er werde so viel ändern, dass kein Nachfolger mehr
Seine Veränderung werde rückgängig machen können. Dieser Papst also erklärte betend auf den Stufen von St. Peter, Giordano Bruno habe für die Wissenschaft nichts bedeutet. Giordano Bruno sei nicht getrieben worden von Wahrheitssuche und Leidenschaft für das Göttliche, sondern von privatem Ehrgeiz. Er sei ein durch und durch verlogener Charakter. Mit anderen Worten, 300 Jahre danach nimmt die römische Kirche sich das Recht, nicht nur zu behaupten, sie habe Recht gehabt, als sie Giordano Bruno bei lebendigem Leibe verbrannte, sondern sie verbrennt ihn moralisch ein zweites Mal. Diese Kirche, die 300 Jahre lang in der Neuzeit die Freiheit der Forschung unterdrückt zugunsten ihres Dogmatismus, erklärt, dass Bruno für die Wissenschaft ein Nichts war. 400 Jahre nach dem vatikanischen Justizmord wartet Giordano Bruno immer noch auf eine Rehabilitierung durch den Stellvertreter Gottes. Der heutige Papst, glauben Sie, dass er sich entschuldigen wird für das, was sein Vorgänger gemacht hat? Der Papst wird sich entschuldigen für alles Mögliche und ich habe die Vermutung, dass er es auch ernst meint. Aber man kann nicht Fehler bitten, um zu entschuldigen, wenn man sie nicht ändert. Im Prinzip der erste Fehler. Ein Amt könnte unfehlbar unter Menschen sein. Der zweite Fehler, es gäbe ein Recht, die katholische Kirche mit Exklusivitätsanspruch gegenüber allen anderen christlichen Gruppierungen und gegenüber allen anderen Religionen so zu verwalten, dass Gott gewissermaßen der Privatgefangene und Götze des Vatikans würde. Sie tun so, wie wenn das System Fehler begangen hätte, aber die Monarchie im Namen Gottes auf Erden am Ende des 20. Jahrhunderts ist der Fehler des Systems. Das System selbst ist falsch. Also das alles ist überflüssig. Es ist hinderlich, es ist schlimmer. Nicht nur überflüssig, es ist hinderlich. Es setzt Amt Magie anstelle persönlich gelebten Glaubens. Eugen Drewermann wendet sich ab vom Dogmatismus der katholischen Kirche. Er sieht sich lieber in Gesellschaft des kleinen Mönchs, der ihm ein großes Vorbild ist. Dass diese Kirche nichts anfangen kann mit dieser Unendlichkeit. Schmerzt sie das? Ja, natürlich, denn sie verleugnet damit Gott. Gott ist wirklich unendlich und er kann nicht der Regionalgötze einer bestimmten Region, Religion oder Konfession sein. Gott ist nicht zu vereinnahmen. Niemand ist auszugrenzen. Menschen sind als erstes Menschen und sie haben alle die gleichen Themen, den Tod und die Liebe. Und dazwischen vollzieht sich ihr Leben in einer unendlichen Kette, denkt Giordano Bruno, von Suchen, Finden und Verlieren und Neubeginnen. Wenn Sie jetzt 400 Jahre nach diesem Scheiterhaufen dastehen, was denken Sie, was sollte für uns von seiner Asche wieder auferstehen? Unbedingt der Mut, zu lieben, zu leben, zu denken und frei zu sein. Es gibt nichts Gefährlicheres, aber das hat Giordano Bruno unter Einsatz seiner Existenz gewagt. Da ist er unendlich viel größer als Galilei und Sie alle. Er hat gelebt als Mensch, selbst wenn man ihn dafür getötet hat. Jetzt die Solidarität im Antiterrorkrieg. Zunehmend setzen die USA auf Alleingänge. Egal, ob sie Verbündete brüskieren oder Misstrauen säen. Mit einer neuen Atomwaffenstrategie zeigen die USA ihre Zähne und provozieren Russland mit einem Raketenprogramm. Einen internationalen Gerichtshof lehnen die Amerikaner ebenso ab wie das Klimaschutzabkommen von Kyoto. Mit hohen Zöllen schotten die USA ausländische Konkurrenz ab. Provozieren die Amerikaner eine neue Weltordnung? Wie denken die anderen Staaten darüber? Die Rückkehr der Cowboys, Weltmacht, USA. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und genau um dieses Thema geht es, was gerade skizziert worden ist. Und ich denke, das ist eins außenpolitisch der wichtigsten Themen überhaupt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir fragen uns, wird es in Zukunft noch eine Partnerschaft überhaupt geben können zwischen Amerika und Europa? Oder ist richtig und eindeutig, was der amerikanische Präsident neulich in Seoul gesagt hat, nämlich dies 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Pazifik sein und die Europäer seien mehr oder weniger 20 Jahre vor Galilei auf die Achsendrehung der Sonne hin.
Ich glaube, die wenigsten, die hierher kommen, können mit Giordano Bruno und seiner Lehre etwas anfangen. Aber die Fragen sind geblieben. Jedes Kind mit 14 Jahren lernt heute in Physik, in Chemie, in Erdkunde ein anderes Bild von der Welt, als die Kirche es vermittelt. Und allein dieser Widerspruch schafft in den Köpfen der heranwachsenden Generation immer neu Atheismus. Man geht aus von einem Gott der Liebe, der Macht und der Güte. Und man erlebt eine Welt voller Ohnmacht, voller Grausamkeiten und voller Absurditäten. Bruno als Lehrer ist im Grunde die Ursache seiner Verurteilung. Er war als Lehrer brillant, sagen seine Zeitgenossen. Tatsächlich aber gibt es nur einen einzigen Ort, wo er akademisch eine gewisse Weile hat lehren und sich entfalten dürfen. Das war das protestantische Wittenberg der Reformationstage. Giordano Bruno lehrte in einer Welt, die sich noch in jeder Hinsicht als Mittelpunkt verstand. Seine Ansicht vom Universum war für die Kirche Gotteslästerung. Nikolaus Kopernikus legte den Grundstein zur modernen Weltanschauung und wurde sogleich von Bruno überwunden. Nicht mehr um die Erde drehte sich alles, sondern die Erde drehte sich um die Sonne. Das war für die Herrschenden, wie wenn sich die Knechte nicht mehr um die Herren drehen würden. Giordano Brunos Handschrift. Seine Manuskripte schrieb er in halb Europa nieder. Immer auf der Flucht vor der Inquisition. In Frankreich, in Genf, auch in Zürich und in Deutschland. Giordano Brunos Eintrag bei seinem Abschied von Wittenberg im Jahr 1588. Quid est quod est. Was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was getan wurde, wird wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Für Bruno öffnet sich der gesamte Himmel. Damit verschwindet der Geozentrismus der christlichen Theologie, die Anthropozentrik der christlichen Theologie. Es ist nicht mehr vorstellbar, dass Gott Mensch wird auf einem einzelnen Planeten, sondern es ist die Menschwerdung selber das religiöse Thema. Es ist die Begegnung mit Gott, ein kosmischer Vorgang. De Immenso ist Giordano Brunos umfangreichstes Werk. Es ist der visionäre Entwurf einer als unendlich gedachten Welt, in der es nichts Totes oder Leeres gibt. In Venedig wird Bruno durch die Inquisition verhaftet. 1592 in Venedig wurde Giordano Bruno vernommen, unter anderem der Frage der Trinitätslehre wegen. Die Vernehmung eines solchen Tribunals muss man dahin begreifen, dass dem Angeklagten nicht eine Fälle. Das Denkmal ist für mich darum wichtig, weil ich seit Jahren neben ihm meinen Marktstand habe. Die Pfaffen haben diesen Menschen unschuldig verbrannt, nur weil er tiefgläubig und konsequent war. Zu Unrecht, sagte der Vatikan, er sei ein Hexer. Der Papst ist der Chef, denn er wurde durch den Heiligen Geist eingesetzt. Nur der Heilige Geist kann sagen, wer Papst ist. Jeder Papst ist wie der aktuelle Heilige Vater, Gott auf Erden. Und Giordano Bruno ist ein Nichts. Für mich ist er ein Nichts. Wie Phönix steigt der Geist Brunos hier aus der Asche. Zur Zeit des Ketzers soll der Campo de Fiori schon Umschlagplatz für Früchte und Gemüse, für Fleisch und Fisch und auch für Rede und Widerrede gewesen sein. Giordano Bruno war in den Tagen der Renaissance bestrebt, die Offenheit der griechischen Antike wiederherzustellen. Und so gibt es einen Mythos, aus dem heraus er zentral gedacht hat. Die Griechen erzählten davon, dass der Jäger Aktaion eines Tages an eine Quelle kam, in welcher die Göttin der Jagd, Artemis, badete. Sie war so schön, dass bei ihrem Anblick Aktaion sich verwandelte in einen Hirschen und seine eigenen Jagdhunde fielen über ihn her und zerrissen ihn. Für Giordano Bruno wurde dieser Mythos zu einem Vorbild des tragischen Scheiterns des Menschen bei der Suche um Erkenntnis. Kein Mensch wird irgendetwas erkennen wollen, außer er hätte es lieb. Und es ist die Liebe, die den Intellekt vorantreibt und ihn begierig macht, erkennen zu wollen. Je mehr aber ein Mensch auch nur einen anderen Menschen begreift oder eine Wahrheit des Kosmos oder etwas vom Saume des Gewandes des Göttlichen, wird man merken, dass es ins Unendliche weitergeht. Jede Erkenntnis hat ihr eigenes Scheitern in sich. So wie Giordano Bruno erlitten im Mittelalter Tausende den Feuertod. Heute sind die Methoden gegenüber Andersdenkenden subtiler.
Auch Eugen Drewermann ist ein anderes Denkender. Ihm hat die Kirche Lehrerlaubnis und Priesteramt entzogen. Ich bin mit der römischen Kirche in Konflikt geraten, weil ich Menschen helfen wollte. Ich wollte Psychotherapie und Seelsorge zusammenbringen. Das Unbewusste, das Bewusstsein, Dichtung und Rede von Gott zur Einheit machen. Kurz, ich wollte so von Gott reden, dass es alle verstehen. An dieser Stelle der Universalität des Religiösen begegnet man Giordano Bruno wieder. Wie jedes Ketzerdenkmal in Rom blickt auch Giordano Bruno hinüber zum Vatikan. Tag und Nacht soll die Kirche an ihre Verbrechen erinnert werden. Der Campo de für einen der lebendigsten Plätze Roms geworden. Auch in der Kaffeebar neben dem ehemaligen Scheiterhaufen ist Giordano Bruno ein Thema. Und das nicht nur bei den Touristen. Er ist einer der wichtigsten Persönlichkeiten in unserer Stadt. Und er war auch der Erste, der sagte, dass der Mensch nicht allein ist im Universum. Als Märtyrer hat er gezeigt, dass man die Würde des Menschen nicht vernichten kann. Der Mensch ist mächtiger als die Gesetze. Freiheit ist das höchste Gut. Er ist heute noch ein Problem für die Kirche. Das Denkmal ist ein antiklerikales Symbol. Die Kirche hat Giordano Bruno auf dem Gewissen, sie hat den Scheiterhaufen angezündet. Der Vatikan ist immer noch gegen ihn. Für das jetzige Heilige Jahr wollten sie das Denkmal vom Platz schaffen. Tatsächlich intervenierte die Kirche. Sie wollte den Millionen katholischen Pilgern keinen Freidenker zumuten. Doch die Stadt Rom restaurierte das Denkmal, das damals schon gegen den Willen des Vatikans aufgestellt wurde. Man wollte mit diesem Denkmal ein Fanal setzen gegen die Unterdrückung des Geistes, des Fühlens und des Lebens. Ein Fanal auch zugunsten der Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Man wollte nicht ständig die Dreinrede der Kirche in Dinge, die sie nicht verstehen will, ganz offensichtlich. Als man dieses Denkmal entweihte, hatte die römische Kirche nach fast 300 Jahren ihres Justizmordes und Verbrechens an Giordano Bruno Gelegenheit zu reagieren. Sie hätte sagen können, mindestens, es tut uns bitter leid. Damals regierte Leo der 13. Er gilt in der Geschichte der Päpste für einen der weisesten unter ihresgleichen. Er war ein Sozialreformer. Er begann sein Amt mit der Erklärung, er werde so viel ändern, dass kein Nachfolger mehr seine Veränderung werde rückgängig machen können. Dieser Papst also erklärte betend auf den Stufen von St. Peter, Giordano Bruno habe für die Wissenschaft nichts bedeutet. Giordano Bruno sei nicht getrieben worden von Wahrheitssuche und Leidenschaft für das Göttliche, sondern von privatem Ehrgeiz. Er sei ein durch und durch verlogener Charakter. Mit anderen Worten, 300 Jahre danach nimmt die römische Kirche sich das Recht, nicht nur zu behaupten, sie habe Recht gehabt, als sie Giordano Bruno bei lebendigem Leibe verbrannte, sondern sie verbrennt ihn moralisch ein zweites Mal. Diese Kirche, die 300 Jahre lang in der Neuzeit die Freiheit der Forschung unterdrückt zugunsten ihres Dogmatismus, erklärt, dass Bruno für die Wissenschaft ein Nichts war. 400 Jahre nach dem vatikanischen Justizmord wartet Giordano Bruno immer noch auf eine Rehabilitierung durch den Stellvertreter Gottes. Am Straßenrand könnte Jesus näher stehen. Das Zepter, meint der Papst, wenn er zum Abschied sagt, den Stock habe ich noch fest in den Händen. Der Papst hat ein heiliges Jahr ausgerufen. Genauso wie der Papst vor 400 Jahren ein heiliges Jahr ausrief und gleichzeitig den Scheiterhaufen anzündete. Johannes Paul II. Tritt ab, ohne Giordano Bruno rehabilitiert zu haben. Der Spiegel des Unendlichen, nennt Eugen Drewermann seinen Roman über Giordano Bruno. Stehen Sie außerhalb des Vatikans, symbolisch auch, mit Giordano Bruno in der Hand. Was denken Sie, was hat diese Kirche falsch gemacht mit diesem Menschen? Sie hat geglaubt, im Namen Gottes einen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen zu können. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung und nicht den mindesten Grund. Dies ist ein Verbrechen in sich selbst und die Begründung macht es nur noch schlimmer.
Alles andere ist sekundär. In welcher Weise Giordano Bruno gedacht und gelebt hat. Natürlich war er eine Provokation für die Kirche, musste es sein, denn er war ein freier Mensch. Er war ein Philosoph, also lästig den Theologen. Er war ein Vagabund des Geistes, also gefährlich jedem Amtsbesitzer. Giordano Bruno lehrte, dass ein unendlicher Gott nur eine unendliche Welt schaffen kann und die Seele des Menschen unendlich ist. Wenn das stimmt, gibt es keine wohldefinierte Wahrheit, die man zur Ausgrenzung aller Andersgläubigen hüten könnte und mit Brachialgewalt verteidigen könnte. Eugen Drewermann stellt sich gegen den Papst. Doch ist es möglich, dass sich alle Päpste bis heute in Giordano Bruno geirrt haben? Man hat auf den Stufen von St. Peter geistig Bruno verbrennen wollen, nachdem man ihn physisch ermordet hat auf dem Campo dei Fiori. Man hat erklärt, dass jeder, der seine Bücher lesen wird, unter Kirchenstrafe steht. Man hat bis 1965 den Index der verbotenen Bücher gehalten, wo alle Bücher Giordano Brunos drauf standen. Im Übrigen alles, was sonst in der Neuzeit verdient, gelesen zu werden, von Immanuel Kant bis Jean-Paul Sartre. Bruno ist in Ehren, indem man ihn auf diesen unsinnigen Apparat der Verurteilung gehoben hat. Woher kommt dieser Giordano Bruno eigentlich, der die Kirche so sehr bedrohte, dass sie glaubte, ihn töten zu müssen? Am Fuße des Vesuvs, nahe von Neapel, ist er als arme Leutekind aufgewachsen. Giordano Bruno muss das pralle Leben geliebt haben, das noch heute Neapel durchströmt. Menschenfischer wollte er werden. Vatikan gegen alles in der Kirche. Er war wie die Kommunisten gegen den Papst, unseren heiligen Vater. Und darum ist es richtig, dass der Papst ihn verbrannt hat. 400 Jahre nach dem Scheiterhaufen. Die Römer kommen ins Feuer wegen dieses Menschen, der da in Flammen aufging. Der Markt auf dem Campo dei Fiori steht unter der Aufsicht dieser Figur, Giordano Bruno. Einer, der in unseren Tagen knapp dem vatikanischen Scheiterhaufen entwischt ist, reist auf den Spuren dieses Ketzers. Eugen Drewermann, Theologe und Schriftsteller. Es ist ungeheuerlich zu sagen, das Feuer der Inquisition sollte ja nicht nur einen Körper verbrennen, es sollte vorwegnehmen die Vorstellung des Feuers, das in der Hölle brennt. Im Weltkatechismus der römischen Kirche im Jahre 1992 wird noch davon geredet, dass es eine Hölle gibt und dass in ihr Feuer glüht. Wie muss eine Lehre hasserfüllt sein, die mit Menschen derart verurteilend umgeht? Die umgekehrte Wahrheit ist, dass Giordano Bruno einen solchen Mut hatte, eine Welt zu lehren, in der es keine Hölle gibt. Den Scheiterhaufen hat ein Papst zu verantworten. Der Papst, hier beim Rapport mit den Schweizer Bischöfen, hat sich noch nie für die Hinrichtung von Giordano Bruno entschuldigt. Eugen Drewermann möchte Giordano Bruno rehabilitieren. Als aufmüpfiger Theologe gerät er aber selbst in Schwierigkeiten. Der Vatikan hat ihm Lehrerlaubnis und Priesteramt entzogen. Ich bin erstaunt, mit wie viel Pomp und Macht als ein Kirchenmonarch der Papst sich feiern lässt. Es ist Amtsmagie. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die ihre Intelligenz so weit begraben, zu denken, ein Mann ist durch sein Amt etwas Unfehlbares. Er sitzt da und ist Stellvertreter Gottes auf Erden, er ist Stellvertreter Christi. Jeder Bettler am Straßenrand könnte Jesus näher stehen. Das Zepter, meint der Papst, wenn er zum Abschied sagt, den Stock habe ich noch fest in den Händen. Der Papst hat ein heiliges Jahr ausgerufen. Genauso wie der Papst vor 400 Jahren ein heiliges Jahr ausrief und gleichzeitig den Scheiterhaufen anzündete. Johannes Paul II. Tritt ab, ohne Giordano Bruno rehabilitiert zu haben. Der Spiegel des Unendlichen, nennt Eugen Drewermann seinen Roman über Giordano Bruno. Stehen Sie
wie außerhalb. Dort, um religiös der Wirklichkeit standzuhalten. Wenn die Erde sich um die Sonne dreht, gibt es keine Kristallschalen mehr, an denen das Universum enden könnte. Der Raum streckt sich ins Unendliche, überall. Denk Bono, wird es Sonnen und Planeten geben, geistiges Leben, menschenähnliche Wesen. Wir sind nicht mehr das Zentrum, weder die Erde noch die Menschen. Wenn aber der Raum unendlich ist, setzt Bruno genial hinzu, muss auch die Zeit unendlich sein. Und die menschliche Seele muss unendlich sein als Trägerin einer Entwicklung, die nie stillsteht. Bruno denkt sie sich im Kreise, so wie die ganze Renaissancezeit Wiederholung der griechischen Antike ist. Aber wenn dies stimmt, gibt es nur einen unendlichen Werdeprozess. Für das Universum wie für den Menschen. Das alles ist astronomisch nicht beweisbar, biologisch nicht beweisbar. Bruno behauptet dies als Theologe. Giordano Bruno hat eine Fülle von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen als erster formuliert, ohne je ein Fernrohr, das es damals noch gar nicht gab, benutzt zu haben. Freimaurer haben vor 110 Jahren hier zu seinen Ehren ein Denkmal aufgestellt. Giordano Bruno entdeckte als erster die polare Abplattung der Erde und wies 20 Jahre vor Galilei auf die Achsendrehung der Sonne hin. Ich glaube, die wenigsten, die hierher kommen, können mit Giordano Bruno und seiner Lehre etwas anfangen. Aber die Fragen sind geblieben. Jedes Kind mit 14 Jahren lernt heute in Physik, in Chemie, in Erdkunde ein anderes Bild von der Welt, als die Kirche es vermittelt. Und allein dieser Widerspruch schafft in den Köpfen der heranwachsenden Generation immer neu Atheismus. Man geht aus von einem Gott der Liebe, der Macht und der Güte. Und man erlebt eine Welt voller Ohnmacht, voller Grausamkeiten und voller Absurditäten. Bruno als Lehrer ist im Grunde die Ursache seiner Verurteilung. Er war als Lehrer brillant, sagen seine Zeitgenossen. Tatsächlich aber gibt es nur einen einzigen Ort, wo er akademisch eine gewisse Weile hat lehren und sich entfalten dürfen, das war das protestantische Wittenberg der Reformationstage. Giordano Bruno lehrte in einer Welt, die sich noch in jeder Hinsicht als Mittelpunkt verstand. Seine Ansicht vom Universum war für die Kirche Gotteslästerung. Nikolaus Kopernikus legte den Grundstein zur modernen Weltanschauung und wurde sogleich von Bruno überwunden. Nicht mehr um die Erde drehte sich alles, sondern die Erde drehte sich um die Sonne. Das war für die Herrschenden, wie wenn sich die Knechte nicht mehr um die Herren drehen würden. Giordano Brunos Handschrift. Seine Manuskripte schrieb er in halb Europa nieder. Apparat der Verurteilung gehoben hat. Woher kommt dieser Giordano Bruno eigentlich, der die Kirche so sehr bedrohte, dass sie glaubte, ihn töten zu müssen? Am Fuße des Vesuvs, nahe von Neapel, ist er als arme Leutekind aufgewachsen. Giordano Bruno muss das pralle Leben geliebt haben, das noch heute Neapel durchströmt. Menschenfischer wollte er werden. So ging Giordano Bruno ins Kloster, wurde Priester. Würde Giordano Bruno heute leben, wäre er so konsequent in seiner Tierliebe, dass auch er Vegetarier geworden wäre. Das jedenfalls glaubt sein alter Ego, Eugen Drewermann. Giordano Bruno hat Neapel geliebt, der Ort, an dem er mit 14 Jahren zur Schule ging und mit 18 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten ist, später Priester wurde. Die Landschaft, die Verwurzelung mit der italienischen Kultur, auch der Katholizismus als Teil der Folklore lebte ihm im Blut. Und er hat bei all seiner Flucht durch ganz Europa sich immer wieder zurückgesehnt nach Italien. An jeder Straßenecke brennt ein Purgatorio, wie die Neapolitaner ihre kleinen Fegefeuer nennen. Sie haben einen ganz praktischen Umgang mit ihm. Sie pflegen diese kleinen Altäre liebevoll, im Gedenken an ihre Verstorbenen. Diese wiederum sollen im Jenseits ihrerseits ein gutes Wort für die Hinterbliebenen einlegen, sodass sie auf Erden eine Arbeitsstelle finden, einen Volltreffer im Lotto ziehen oder ganz einfach Glück in der Liebe haben. Manche vermuten, dass es eine Episode im Leben des 24-jährigen Filippo Giordano Bruno gibt,
wo er eine verheiratete Frau in Neapel sehr lieb gewonnen hat, die ihn vielleicht zum Mann gemacht hat. Wir wissen darüber so gut wie nichts aus einer ganz kleinen Bemerkung. Aber dass Giordano Bruno ein Suchender nach Liebe war, das ist ohne Zweifel. Er hat im neapolitanischen Dialekt geschrieben. Wenn wir seine Komödie lesen, verstehen wir nicht viel davon. Aber ein Philosoph aus der Stadt unten hat mir geraten, lies, lies, lies. Auch wenn du nicht alles verstehst, das Große bleibt dir. Was Kunst ist, wirst du verstehen. Candelario wird versucht zu zeigen, wie die Liebe bis zum Zynischen und Absurden gehen kann. Es ist ein dionysisches Stück, voller Sauereien im Übrigen. Aber der Gesang der Circe ist das alte Akteion-Thema. Liebe und Erkenntnis müssen eine Einheit bilden. Was bedeutet Giordano Bruno heutzutage? Für mich persönlich ist er ein früher Revolutionär.